ich in den vergangenen Jahren vor Ort im kommunalen Bereich viele Erfahrungen gesammelt habe. Ich weiß, wo es bei den Betrieben und bei den Menschen die Probleme gibt, die es anzupacken gilt. Und in dem vor uns liegenden Modernisierungsjahrzehnt will ich diese Erfahrungen in Berlin im Bundestag einbringen. Es geht aus meiner Sicht darum, dass wir für die Zukunft auch sichere Arbeitsplätze schaffen. Da geht es darum, dass wir aus den Hochschulen viel Innovation auch in die Betriebe bekommen. Es geht darum, dass wir bezahlbaren Wohnraum haben, dass der Traum vom Eigenheim in Zukunft auch möglich und bezahlbar für die Familien bleibt und dass wir durch die Städtebauförderung lebendige Innenstädte erhalten. Wir als CDU uns vorgenommen haben, Bürokratie in einem ganz erheblichen Umfang abzubauen. Das wirkt wie ein Konjunkturprogramm. Und wir sind dagegen, dass es eine neue Vermögenssteuer gibt oder die Erbschaftssteuer erhöht wird. Beides wäre schädigend für die Betriebe und damit schädigend für die Arbeitsplätze im Handwerk.